Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einem neuen Video zu Division. Heute möchte ich ein wenig über die verschiedenen Crowd-Control-Effekte sprechen, die es in Division gibt. Welche das ganz genau sind, kann man hier ganz gut im Inventar sehen, nämlich in der Tasche, wo die verschiedenen Granaten aufgezählt werden. Denn jede dieser Granaten steht für einen bestimmten Crowd-Control-Effekt, außer der Splittergranate, das ist einfach nur Schaden. Zum Beispiel die EMP-Granate sorgt für den Effekt Desorientierung und außerdem deaktiviert das auch noch verschiedene Fertigkeiten von Gegnern und hindert Leute auch daran, eine Zeit lang Fähigkeiten einzusetzen. Dann gibt es die Blendgranate, diese wirkt blind und taub und stört somit kurzzeitig die Sicht und das Gehör von Gegnern. Dann gibt es die Brandgranate, die einfach das sorgt, wie der Name schon sagt, dass die Gegner brennen und dementsprechend über einen bestimmten Zeitraum Schaden bekommen. Dann gibt es die Schockgranate, die einen Schock auslöst und Gegner vorübergehend paralysiert. Ja, und während dieser Zeit ebenso wie bei der Brenngranate auch Schaden bekommt. Und dann gibt's noch die Tränengasgranate. Gras kriegt man damit leider nicht, aber eine verschwommene Sicht. Dementsprechend kommt das doch irgendwie so zusammen. Und dadurch wird die Sicht und die Genauigkeit der getroffenen Gegner beeinträchtigt. Das ist jetzt alles nichts Neues. Es gibt übrigens auch noch die Brandmunition, die den gleichen Effekt hat wie die Brandgranate. Aber ich wollte jetzt gar nicht über die Granaten sprechen, sondern über die damit verbundenen Fähigkeiten. Und herausfinden, welche dieser CC-Arten denn wohl die beste ist. Kleine Info vielleicht noch am Rande, während CC-Fähigkeiten bzw. ein CTC-Debuff auf einem ist, unabhängig davon welchem, ist es nicht möglich zu sprinten. Dementsprechend allein schon da der CC, dass Leute schlechter wegkommen. Mir geht es aber hier um die Fähigkeiten, welche man zum CC dann einsetzen soll und die Funktionsweise der verschiedenen CCs. Zum Auftragen dieser CC-Fähigkeiten haben wir einmal die Sticky Bomb mit dem Blend-Effekt, also der Mod-Blend-Effekt. Die macht natürlich dann hier einen deutlich geringeren Schaden, beziehungsweise ich glaube sogar gar keinen Schaden, sorgt dann aber dafür, dass alle Ziele geblendet und desorientiert werden. Als nächstes haben wir noch die Turret, also das Geschütz, was auf zwei verschiedene Arten CC'en kann. Einmal haben wir die Taser-Mod. Diese verschießt elektrische Pfeile und kann dann Ziele schocken und ihnen dann im Verlauf des Schocks einen Schaden pro Tick zufügen. Ist jetzt nicht so sehr viel, aber es ist ein bisschen was. Dann haben wir noch die Flammenwerfer-Mod. Das Geschütz verfügt über eine geringere Reichweite, kann dafür aber Leute in Flammen aufsetzen. Also Brenneffekt quasi hindert auch am Schießen und macht ein wenig mehr Schaden. Und als letztes haben wir noch die Seeker Mine für Kontrolleffekte. Auch hier gibt es wieder zwei Varianten. Es gibt einmal die Luftdetonation, wo die Mine erst hochspringt und dann viele kleine Brandbomben freilässt und der Leute eben zum Brennen bringt. Ist übrigens, soweit ich weiß, auch die Variante mit dem meisten Schaden im Kontrolleffekt. Und dann haben wir noch die Gasladung, die macht gar keinen Schaden wiederum, sorgt eben dafür dann aber, dass die Effekte der Gasgranate freigesetzt werden. Das heißt, sie werden eben dann desorientiert, bin ich der Meinung. Moment. Gasgranate, verschwommene Sicht. Genau, verschwommene Sicht und die straucheln so ein bisschen rum. Das kann soweit die Gasgranaten-Mod. Nun, das sollte vielen bekannt sein oder den meisten bekannt sein. Auch, dass diese Gasladung ein wenig buggy ist zurzeit, denn selbst wenn die Gasgranate nicht mehr los ist, hatte ich in einem Video zu meinem Damage CC Build, also diesem Mix, den ich im Moment spiele, mein Main Charakter,
schon gezeigt, dass man dann, auch wenn das Ding noch auf Cooldown ist, dass es trotzdem weiter diesen Effekt auf Ziele legt, die genau vor einem stehen, also die halt in Nahkampfreichweite stehen sozusagen und dementsprechend dann ziemlich mächtig wird. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass das irgendwann mal gefixt wird, da ich davon ausgehe, dass es ein Bug ist, würde ich die verschiedenen Effekte gerne mal vergleichen. Fangen wir an mit dem Tasern, also mit dem Schockeffekt von CCs. Taser und Brand haben eine Gemeinsamkeit, und zwar gibt es hier Talente, die dafür sorgen, dass das auf viele verschiedene Gegner verteilt wird. Zwar alle innerhalb von 10 Metern. 30% Chance beim Auftragen und somit kann man die ganze Gruppe zählen. Das gleiche gibt es hier noch für Feuereffekte. Genau, der war das. Lauffeuer, auch hier in Brand auf ein beliebiges Ziel auftragen und dann hat eine Chance von 10% den Effekt auf allen Zielen im Umkreis von 10 Meter auszulösen. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, wenn man mehrere Gegner trifft, weil jeder dieser Gegner hat die Chance von 30% den Effekt auf alle zu verteilen und somit ist die Chance halt sehr groß, dass man alle im Umkreis erwischt und somit den CC-Effekt größtmöglich einsetzt. Allerdings hat die Sura-Mine mit der Gasladung einen ähnlichen Effekt, da es sich auch selbstständig verteilt und sogar über einen größeren Radius hinweg diesen verteilt, denn wie man sieht, Erkennungsreichweite sind die hier bei 30 Metern und dementsprechend ist das halt zweimal so weit möglich, diesen Effekt aufzutragen. Grundsätzlich jetzt aber zurück auf die Funktionsweise. Der Schockeffekt fügt Schaden zu. Allerdings, wie man in einem kleinen Abschnitt ganz kurz sieht, sorgt er auch dafür, dass die Gegner unkontrolliert rumschleudern, also den Kopf hoch und runter werfen und sich immer wieder bücken, vor Schmerzen krümmen, wie auch immer. Und das sorgt eben dafür, dass man nur schwer noch auf den Kopf trifft, weil die sehr, sehr schnell rumzappeln. Dadurch kann eine ganze Menge Schaden verloren gehen, da man mit Headshots ja bekanntlich den meisten Waffenschaden verursacht. Einen ähnlichen Effekt, nicht ganz so stark ausgeprägt, kann man auch beim Flammenwerfer sehen. Die machen zwar selber auch ein wenig Schaden, ist aber nichts im Vergleich dazu, wenn man kontinuierliche Headshots ziehen kann, weshalb ich diese beiden Effekte nicht so gut finde und dementsprechend auch den Vorteil, den man dieses Talent hatte mit der Verbreitung, ja, dass das halt nicht den Negativeffekt aufwiegt. Dann haben wir hier noch die Blendgranate, die eben dafür sorgt, dass alle geblendet werden und desorientiert werden. Das ist insofern ein sehr, sehr schöner Effekt. Es macht zwar keinen Schaden, aber dafür, wir sind die halt für die Dauer außer Gefecht und da die Sticky Bomb bzw. Haftgranate sowieso einen Explosionsradius von 8 Metern hat, werden sowieso alle in einem Kreis von 8 Metern davon betroffen. Das sind dann 2 Meter weniger als mit dem Talent, aber man spart sich dieses Talent und kann es woanders investieren. Außerdem kann man auch nur mit der Sticky Bomb, soweit ich das weiß, also zumindest nicht mit der Suchermine, aber mit der Sticky Bomb kann man noch die Drohnen sehr effektiv außer Gefecht setzen, die man in den Cursions findet. Allerdings muss man hier sehr gut zielen können und den dann auch treffen und die Diener müssen eben auch sehr nah beieinander stehen, um eben diesen Effekt aufzutragen, weshalb ich auch hier wieder der Meinung bin, das ist nicht der optimale Weg. Last but not least haben wir hier noch die Suchermine mit der Luftdetonation. Das hat wieder einen Vorteil, dass es ein wenig Schaden verursacht. Allerdings wieder, dass man danach nur schwerlich auf die Gegner schießen kann. Wobei das mit Feuer noch ein bisschen anders ist. Es ist nicht so schlimm wie beim Schock. Und dementsprechend noch eine Alternative, die man wohl nehmen kann. Ich persönlich bin aber trotzdem ein Riesenfan der Gasladung, weil man einfach der Effekt, der die Gasladung auf die Gegner hat, wird immer wieder neu aufgetragen, dadurch, dass die Gasladung hin und her schleucht und fleucht. Und
Die Gegner machen kaum was, also sie bewegen sich nicht so ruckartig hin und her, was es sehr stark erleichtert, hier Headshots zu ziehen. Und diese Gasladung hat mir auch gegen anstürmende Schrotflinten-NPCs schon sehr, sehr oft das Leben gerettet, weil sie einfach stehen geblieben sind, nicht mehr geschossen haben und dann konnte man sie ganz leicht wegfokussen. Ja, und somit ist mein Fazit eigentlich auch schon relativ deutlich gewesen. Die Gasladung hat für mich ganz eindeutig die Nase vorn und deswegen kann ich auch diese hauptsächlich als Control-Effekt für sich immer nur empfehlen. Was allerdings hier noch das Geschütz an Vorteilen bringt, ist ganz einfach, dass es eben das Feuer noch zusätzlich ablenkt. Das kann keine der anderen Kontrollfähigkeiten und dementsprechend ist es halt eine Möglichkeit. Ich würde dann aber vorziehen, den Flammenwerfer zu nehmen und dann eben mit dem Talent hier Lauffeuer den Effekt auf andere Ziele noch zu erweitern, aus zwei einfachen Gründen. Zum einen ist es dieses Rumzuckeln, was halt bei dem Schock sehr, sehr krass ist. Ja, das ist einfach zu heftig, finde ich persönlich. Und zum anderen hat das nicht so eine Verzögerung. Die Taser-Mod hier dauert, das dauert sehr lange, bis man endlich mal zuschießt. Das hat man auch in dem kurzen Beitrag eben gesehen, den ich eingeblendet habe, als ich über die Taser-Mod gesprochen habe. Die hat eine sehr, sehr lange Schussdauer. Also es dauert sehr lange, bis das Teil endlich mal zuschießt. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, Leute, nehmt die Gasladung, wenn ihr CC wollt. Wenn ihr einen Charakter komplett auf Crowd Control aufbauen wollt, dann würde ich euch empfehlen, zusätzlich noch das Geschütz zu nehmen mit dem Flammenwerfer. Das müsst ihr dann natürlich vernünftig auch positionieren, weil sonst einfach sofort niedergeschossen wird. Aber wenn ihr dann damit umgehen könnt, dann haut das Ding auf jeden Fall noch einiges raus. Sagt ihr zu diesen Control-Effekten? Was haltet ihr da für euren persönlichen Favoriten und warum benutzt ihr diesen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Bye bye!